Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Check-ins sind soweit für den Moment zumindest durch. Montag, morgen ist immer einiges los, weil alle gefühlt dann Sonntagabend nach 8, 9 Uhr noch Zeit haben und sich dann melden, was ja natürlich völlig in Ordnung ist. Nur wacht man dann morgens meistens mit so dem doppelten an Nachrichten auf, was man sonst so hat. Ja, aber das ist jetzt erledigt. Jetzt haben wir 9:45 und jetzt gibt es das erste Meal und einen ordentlichen großen Kaffee. Und dann muss ich noch später einkaufen gehen. Ich habe gar nichts mehr im Kühlschrank, glaube ich. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Eieiei. So, ihr habt's gesehen. 500 Gramm Magerquark, eine Banane, 250 Gramm Himbeeren, ein paar Cinni-Minis, ein bisschen Erdnussbutterpulver und so ein paar Crispies hier. Whey Protein Crispies. Ja, und mehr gibt es nicht zu sagen. Ein bisschen als Topping, ein bisschen Erythrit für den Crunch und die Süße. Und ein bisschen Tasty ist auch noch mit drin von Quantum Leap. Ihr kennt das Spiel. Kann man schon machen. Oben drüber, weil ich es vergessen habe reinzumachen, ein Gramm Salz. Intensiviert einfach alle Geschmäcker hier drin nochmal. Und ist einfach ein 10 von 10 Frühstück. Ich setze mich jetzt gleich noch an ein neues Programming, beziehungsweise eigentlich an ein Kickoff-Video. Das Programming steht schon fast gänzlich. Und weil viele von euch vielleicht noch keinen Einblick haben, wie so ein Online-Coaching-Onboarding-Prozess eigentlich aussieht. Es läuft im Endeffekt so ab, dass entweder durch Team Progress oder durch mich persönlich auf Instagram jemand eine Anfrage stellt, mich dann im Formular als Wunschcoach nennt und dann eben die Kontaktaufnahme erfolgt. Ich demjenigen oder derjenigen schreibe und dann wird in der Regel nach einem kurzen Gespräch, ein paar Sprachnachrichten, ein paar Textnachrichten, ein Gesprächstermin für ein Erstgespräch ausgemacht und dann quatscht man einfach ganz locker entspannt. Ich sage auch immer, ich habe keinen ganz krassen roten Faden in diesen Gesprächen. Mir ist einfach wichtig, und das ist ja auch die Basis von jeglicher Zusammenarbeit, zwischenmenschlicher Zusammenarbeit, gerade wenn es um sowas wie Bodybuilding und Coaching geht, dass man sich eigentlich einfach versteht. Und ich glaube, würde die Person nicht grundsätzlich Vertrauen in die fachliche Kompetenz des Coaches haben, dann hätte sie auch nicht dort angefragt. Und deswegen ist das meiner Meinung nach schon vorab eigentlich geklärt. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie was verkaufen muss, das würde ich mir auch dumm vorkommen. Es geht eher darum, dass ich der Person ein gutes Gefühl mit auf den Weg gebe, dass sie bei mir gut aufgehoben ist und ich natürlich auch ein Bild von dem Klienten oder der Klientin bekomme, um zu erfahren, ob es zwischenmenschlich passt und ob ich der Person überhaupt helfen kann. Weil klar kann man schon aus der Bewerbung einiges rauslesen, aber es ist dann dennoch immer was anderes, wenn die Person dann mit einem nochmal persönlich spricht, in Kontakt tritt und vielleicht auch Dinge ans Tageslicht kommen, die so nicht genannt wurden. Und das ist immer ganz wichtig. Genau. Und wenn das dann getan ist und beide Seiten in sind und alles soweit geklärt ist, dann geht's an das Ausfüllen eines Anamnesebogens. Der ist relativ ausführlich. Da werden eigentlich alle wichtigen Sachen abgefragt. Von wie oft willst du trainieren gehen? Hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Irgendwelche Übungen, die dir Spaß machen, die dir keinen Spaß machen? Wie sieht deine Form aus? Wenn das noch nicht zuvor in Form von ein paar Bildern geklärt ist, dann werden die da noch hinterlegt. Dein alter Trainingsplan, deine Möglichkeiten zu trainieren. Wie oft kannst du auch die Woche trainieren? Hast du Schichtdienst? Hast du irgendwelche Medikamente, die du einnehmen musst? Und so weiter und so fort. Und wenn der ausgefüllt ist, dann auch der Vertrag unterschrieben ist, 3 Monate Mindestlaufzeit haben wir immer und das ist auch ganz wichtig für uns, dass wir einfach auch planen können, auch für den Klienten eine Sicherheit, dass er weiß, okay, 3 Monate und wenn dann irgendwas nicht passen sollte, kann ja auch jederzeit sagen, ich möchte das Coaching verlassen, was völlig in Ordnung ist, aber diese 3 Monate sind so Standard und dann wird
die Zahlung vereinbart, beziehungsweise geht über die Bühne zumindest mal für den ersten Monat und dann geht's los. Und dann im Endeffekt wird ein Programming aufgesetzt, das dann meistens so 30 bis 60 Minuten in der Praxis dauert, manchmal auch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem. Und dann geht es an das, was ich jetzt mache, und zwar ein Kickoff-Video aufnehmen. Und das läuft so ab, dass ich mich wirklich 20, 30 Minuten vor mein Rechner sitze, dann ein Video von mir aufnehme, meinen Bildschirm abfilme und dann wirklich alles Step-by-Step durchgehe, damit am Anfang möglichst auch schon alles geklärt ist und keine Fragen mehr offen sind. Und ja, das wird jetzt gemacht für einen Athleten, der nächste Woche Montag startet, zur Mitte des Monats. Genau, freue ich mich drauf. Und ja, Andi, wenn du das siehst, let's go. Wir machen das schon. Genau. Ein Lifestyle-Athlet, by the way. Kein Wettkampfathlet, deswegen, auch wenn ihr keine Wettkampfambitionen habt, meiner Meinung nach haben eh viel zu viele Athleten da draußen Wettkampfambitionen, weil viele unterschätzen auch, was eine Prep eigentlich von einem abverlangt, was das für ein einschneidendes Erlebnis ist. Und nicht jeder sollte auf die Bühne gehen, sag ich, wie es ist. Und deswegen, auch wenn ihr Lifestyle-Athleten seid, wenn ihr einfach nur ja, Fortschritte erzielen möchtet, eine Diät machen möchtet, Muskulatur nachhaltig aufbauen wollt, was dazulernen wollt, einfach gerne über Instagram schreiben oder euch über das Formular bewerben. Und dann quatschen wir. So, Andi, ich wünsche dir einen schönen guten Tag und hoffe, dir geht's gut soweit und du bist ready, um loszulegen. Ich habe ja schon gesagt, kriegst alles von mir ein paar Tage früher, damit du dir das alles anschauen kannst, ein bisschen vorplanen kannst und mir auch vor allem Feedback geben kannst, ob das auch alles so umsetzbar ist. Zunächst erstmal eine kleine Übersichtsseite. Siehst du, hier unten sind diverse Reiter. Da kannst du dich einmal durchklicken und da siehst du auch die jeweiligen Tabellenblätter. Bitte vorab einmal dieses Video hier zum Spreadsheet anschauen. Kannst du auch gerne auf doppelter Geschwindigkeit machen, so wie das Video hier eigentlich auch. Und auf die Videos. Aber das ist wirklich wichtig, dass du das einmal anguckst, dass du einfach weißt, wo du was wie einzutragen hast, wie das Sheet funktioniert, damit das alles reibungslos läuft. Je weniger Zeit wir im Defizit verbringen, desto besser, weil desto schneller kannst du auch mehr essen und desto schneller bauen wir auch wieder Muskulatur auf. Und das muss immer das Ziel sein, so viel Zeit wie möglich im Überschuss verbringen zu können. Wir haben schon wieder den nächsten Tag und ich war gerade noch bei meinen Eltern. Ist immer ganz schön. Also kann ich wirklich nur so sagen. Und je älter man wird, desto dankbarer ist man auch über diesen Fakt. Wenn die Eltern einfach bei sich... Jetzt ruft gerade mein Dad an. Und was auch schön ist, abgesehen von dem Fakt, dass man die Family bei sich hat. Und wie gesagt, man immer dankbarer wird, je älter man wird über diesen Fakt. Weil man auch Familie und alles, was da mit zusammenhängt, einfach viel mehr zu schätzen weiß, ist natürlich auch, dass man ab und zu mit zusammen einkaufen gehen kann, was sich ganz gut macht auf dem Bankkonto. Na, aber ich glaube, es kennt jeder von euch, ne? Wenn ihr ausgezogen seid, auch so langsam Kindergeld, finanzielle Unterstützung, irgendwann keine Rolle mehr spielt, weil ihr auf eigenen Beinen steht, vielleicht könnt ihr da das Ganze nachvollziehen, dann, ja, fühlen sich die Eltern, und ich denke, mir wird es genauso gehen, auch weiterhin verantwortlich für ihr Kind und haben dann auch mal ja Lust, vielleicht mit einem einkaufen zu gehen. Okay, egal, wie auch immer, es ist jedenfalls einiges in den Einkaufswagen gekommen. Ganz viel Kaffee, ich habe es gerade beim Aldi, und ich bin jetzt nicht der größte Kaffee-Konnoisseur, deswegen reichen mir diese Billo-Kaffee-Pads. Dann im Angebot einmal Skier. Liebe Grüße gehen raus an Macheta an der Stelle. Und High Protein Pudding. Das war ziemlich nice zu sehen. Und ansonsten ein paar gefrorene Beeren, Haferflocken, Garnelen für den Rahmen heute Abend. 30% reduziert, da konnte ich nicht zuschlagen. Und ja, das Ganze räume ich jetzt erstmal in den Kühlschrank ein. Wie süß ist das denn bitte? Jetzt hat mir ein Klient von mir, danke dir Mika, hat mich wirklich sehr gefreut, ich meine, du hast es angekündigt, ein Paket geschickt und ja, einen super süßen Brief dazu. Und im Paket waren, um meine Rahmensucht zu befriedigen, diverse Nudeln, Rahmennudeln,
in verschiedenen Sorten. Plus ein fettes Glas Chiliöl mit Erdnüssen. Jesus Maria, das wird aber sowas von abused die Tage. Vielleicht heute Abend schon, schauen wir mal. Vielen Dank, sowas macht den Job wirklich zu was Einzigartigem. Also allein solche Kleinigkeiten, so Aufmerksamkeiten machen den ganzen Tag tausendmal besser und lassen einen alles sehr, sehr wertschätzen, was man hat. Ja, hab schon ganz, ganz solide Clients, glaube ich, menschlich und körperlich. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ganz bisschen. Heute hoffentlich mit funktionierendem Ton. Aber wer weiß das schon. Auf jeden Fall gibt es heute die letzte Pull Full Body Session vor dem Deload und behebt. Hier setze Y-Raises. Verhältnismäßig großer Struggle, da wieder rauszukommen. Aber das Setup ist einfach so idiotensicher. Und bis jetzt glaube ich meine absolute Top 1 Favorite Übung für die Side-Downs. Kann man machen. Als nächstes ein paar Single-Arm-Pulldowns, zwei Sätze, rechts sowie links. Und später kommt Armin auch vorbei. Dann gucken wir nochmal über die Form, weil die Bilder waren nicht so aufschlussreich, die Formbilder. Was natürlich auch den Lichtverhältnissen morgens geschuldet ist. Dementsprechend ist es immer ganz gut, wenn man auch mal einen Videocall macht und halt vor allem an den Tagen vor dem Showing. Dann auch noch mein Live-Form-Check hat im Bestfall. Und in dem Fall haben wir sogar jetzt mal die Möglichkeit, ein paar Tage vorher drauf zu schauen, was uns einfach noch mal mehr Sicherheit gibt, dass alles soweit stimmt. Aber Form ist da, Querstreifen in den Quads sind am Start und alles andere sehen wir dann. Thank you.
Hamstring Curls, Full Stack und hoffentlich werden es wieder 11. Letztes Mal gerade so die 11 hinbekommen. Und dementsprechend ist die Erwartungshaltung, das at least mal zu wiederholen. Alles andere on top ist Bonus. Kurze Pause im Stretch, langsame Exzentrik. Sicher, ob wir die als 12. zählen. Ich kann mir auch erzählt haben, es waren doch nur 11. Gerade so. Unzufrieden passt. Uiuiui. Gar nicht mal so leicht. Letzter Warm-up-Satz mit 200. Ein Single-Rap. Ich schaue wirklich, dass ich mich Stück für Stück hocharbeite. 60 auf 100, 140, 180, 200, 210, jetzt. 200 und dann eben 210. 200 hier. Ja, man merkt, dass 6 Wochen Training in einem stecken. Nicht ohne. Aber heute sind die 210 dran. Mal nehmen, was wir kriegen können. Schauen wir mal. Satz ist in the books. War ja schwer. 7 Reps, 2-10, krummer Rücken. Die Sonne bei der Mondfinsternis in New York, weil dort keine komplette Mondfinsternis war und der Mond dann aus der Sonne so ein Sichel gemacht hat. Jetzt back off, pausiert, 170. Mal gucken, 13 Minuten schön. Peak-Zyklus, nämlich alles, was annähernd an Leistungserhalt rankommt. Aber 14 würde mich auch glücklich machen. Ne? Schauen wir mal, es geht. Am Ende merke ich halt dann doch, dass der Upper Back mehr und mehr immer zum limitierenden Faktor wird. Je stärker man wird, je mehr Gewicht man bewegt. Aber dennoch,
Schmerzen, wenn er genug am Muskelversagen an den Hüftstreck hat, dass dort auch ein bisschen was wächst. In der Theorie zumindest. Rücken wurde erfolgreich gebrochen und jetzt Close Grip Cable Rows. Mal schauen, wann Armin kommt. Bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich ein bisschen später. Soll mir aber recht sein. Kriege ich noch mal ein bisschen was vom Treten durch. Gut. Topsatz. Ja, alles gut. Wir nehmen, was wir kriegen. Meine Arbeitstag ist halt so, ich sitze ja die ganze Zeit. Ja, du wirst so viel liegen, wie du noch nie gelegen hast dieses Wochenende. Machen wir uns keine Sorgen. Alright. Alles einmal durch. Spann mal ganz kurz ein Bein einmal durch, so wie du es sonst machst. Ja, du hast da. Da ist schon nicht mehr. Also, das ist alles Haut. Da ist nichts mehr dran. Wenn da das Wasser draußen ist, die Beine komplett erholt sind, regeneriert sind, dann hast du da Streifen drin. Bitte nicht. Bitte nicht. Keine Tricks. Außer Beine hochlegen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vierteldrehung. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Vierteldrehung. Ja, schön. Und Druck auf die Hamstrings. Druck drauf. Ja, genau, that's it. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Druck drauf. 2, 1, Vierteldrehung.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Vierteldrehung. Und nochmal in die Front Relaxed. Schön auf die Quads, ja. 5, 4, 3, 2, 1 und einmal Front Double. Ja, schön. Und auf den Quads bleiben. Druck drauf, yes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Front Lat. Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und einmal in die Side Chest. Ja. Und die Glutes. Zieh mal die Hose ein bisschen hoch. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Side Try. Ja, schön. Und raus. Top. 5, 4, 3, 2, 1. Aufstellen. 4, 3, 2, 1. Und einmal in die Back Double. Einfach immer gucken, hintere Schulter so weit vor wie irgendwie machbar. Und rein da und schön in die Hamstrings. Lass da den Druck drauf. Und rein. Ja. Rechter Hamstring. Ja, besser. 3, 2, 1. Lass nochmal locker, wir bauen nochmal auf. Ganz kurz durchschnaufen. Genau, stehe auch ein bisschen enger, dass die Beine einen Ticken mehr schließen. Ja, besser. Und Druck drauf. Druck, yes. Mehr Druck, ja. Hier rein. Ja, besser. Genau so drauf bleiben. Alright, und einmal in die Backlat. Ja. Und Druck drauf, komm. Bleib drauf, bleib drauf. 3, 2, 1 und Bauchbeine. Ja. Vakuum und ein Bein ausstellen. Ja, okay. Und Maus Muscular. Ist 3, 2, 1 und rein. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Ja, bist halt super stressed so. Da geht noch einiges am Look nach vorne, gerade im Unterkörper. Das Licht ist räudig, du bist gestresst, hast einen Arbeitstag hinter dir. Das ist jetzt der worst Look, den du bis zum Showday sehen wirst. Und das wird jetzt nur besser. Essen. Ja, ja. Weil Fett ist da nicht mehr. Also hier auch an den Hamstrings, ne? Da ist jetzt halt Haut, da ist Wasser drunter. Das ist stressbedingt einfach und logisch. Nach der Newcomer heißt es nochmal diggen, nochmal 2 Wochen. Und zwar so, wie wir nur irgendwie können. Dass wir einfach nochmal dieses letzte bisschen rausholen. Und das Schöne ist ja, wir haben dann die Daten der Newcomer und wissen, wo du stehst. Deswegen auch Warm-up. Ja, also Erwartungshaltung ist natürlich da. Du willst was mitnehmen, gar keine Frage. Und die Chancen hast du 100%. Wir müssen jetzt halt gucken, wie es am Ende aussieht und wer noch da ist. Ja, easy. Es ist sehr solide. Sehr, sehr solide. Und das im räudigsten Licht auf diesem Planeten. Ich sag euch, wie es ist. Dieser Kursraum ist des Todes. Scheiße. Thank you.
last but not least, Teba Ross im pronierten Griff. Kurze Pause im Stretch. 60 Kilo. Ja, ich bin schwach, I know. Wirklich ein Rätsel, wie hier Leute 4 bis 5 Plates bewegen können. Also Wahnsinn. Man muss auch zugeben, ich habe schon ein paar Übungen in der Box heute. Leute, wenn das mal nicht ultra lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt den Podcast aufgenommen und ich bin ganz schön am Arsch. Ich sag's wie es ist. Also Energie ist tatsächlich ziemlich low. Deswegen gibt es jetzt hier das letzte Meal, dann werden noch ein paar Nachrichten beantwortet. Und Armin sieht gut aus. Live wirkt das Ganze nochmal so viel besser. Und ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen auf der Trainingsfläche noch einblende, aber das Licht in diesem Kursraum ist ihm sowas von nicht gerecht geworden. Und bin sehr happy. So, jetzt gibt es erstmal hier lecker, guck mal, wie schnell der Autofokus ist, crazy. Lecker Ramen und